Hey Leute, ich weiß, es ist etwas unglaublich, aber es ist jetzt soweit, wir können die Quest Der neue Krieg machen. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir drauf warten. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, so 2 Jahre. Aber hey, es ist endlich soweit und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann es nicht erwarten. Bevor ihr loslegt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nochmal hier Auftakt zum Krieg euch anzuschauen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das dreimal einfach nur Videos. Beim Chimäre-Prolog muss man sich, glaube ich, im Operator hin und her dashen, aber im Endeffekt ist das alles hier einfach nur nochmal Story anschauen. Gerade hier der Schöpfer, das haben viele vermutlich gar nicht mitbekommen, dass das schon seit einem Jahr freigeschaltet ist. War auch, glaube ich, nirgends irgendwo verlangt gewesen. Und von daher, es schadet einfach nichts. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber am Anfang wird man darauf hingewiesen, dass es eine neue Funktion gibt, nämlich, dass man sich das so einstellen kann, dass man hier Taste halten für Wertig-Aktion. Das bedeutet, anstelle, dass man eine Taste andauernd schnell drücken muss, muss man die jetzt, glaube ich, nur noch gedrückt halten. Ich weiß nicht, ob man es bei dieser Quest braucht, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil es mit dieser Quest eingeführt wurde. Und ich weiß auch nicht, wie lange dieses Video geht, was mich erwartet oder sonst was. Nur, dass es ein paar Bugs anscheinend gibt, weil Forum sieht man einen Bug-Report nach dem anderen aufploppen. Habe ich mir jetzt aber auch nicht durchgelesen. Und was ich auch noch mitbekommen habe, dass das Ganze relativ lange dauert. Das wurde beim Login gesagt. Bedeutet, das Video wird vermutlich in mehrere Teile geteilt werden. Aber ich würde an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, dass wir loslegen. So, der neue Krieg. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht vorlesen, weil man sieht es ja. Okay, klingt doch schon mal vielversprechend. Beginnen. Wird mehrere Stunden im Spiel in Anspruch nehmen. Ja, das hatten wir ja gerade. Das Spiel pausieren, dein Fortschritt wird gespeichert, das ist auch gut. Das heißt, ich kann es ohne Probleme teilen. Bereite dich gut vor. Loadouts wird eingeschränkt. Okay. Enthält gewalttätige Szenen, angsteinflößende Situationen. Sehr süß. Mit Jugendlichen und Darstellungen mit emotionalem Missbrauch. Was haben die vor? Wobei, vermutlich die Operator. Macht Sinn. Ist für erwachsene Spieler gedacht. Zum Bestätigen gibt neuer Krieg ein. Gut, das bedeutet, jeder, der nicht mit gewalttätigen Szenen, angsteinflößenden Situationen mit Jugendlichen und Darstellungen mit emotionalem Missbrauch klarkommt, sollte an dieser Stelle jetzt ausmachen. Ihr seid vorgewarnt, ihr habt es gelesen und ich denke, ich muss es nicht extra sagen, aber da ich es unter jedem Video, in dem ich Quests mache, lese, dieses Video enthält Spoiler. Punkt. Los geht's. Das war's, Quest vorbei. Mehr braucht man doch nicht. Our seasons. All of us. Growing in the light. Fading in the dark. But once the same, yet ever changed. Oh, that's my operator. Cetus? Der Unum Tower wird geplättet. Ich glaube zumindest, das Ding hieß so.
Aha. Den mag ich. Weh, der stirbt. Egal wer das ist, der ist geil. Den mag ich. Neuer Lieblingscharakter. Okay. Was geht jetzt ab? Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Okay, ich kann nichts machen außer laufen. Das war's wohl mit meiner Verstärkung. Ah, okay. Okay, ich denke mal, hierzu muss man gerade nichts groß sagen. Das erinnert mich gerade wirklich brutalst an Star Wars Republic Command. Aber brutalst. Gott, habe ich das Spiel geliebt. Können wir mal ganz kurz festhalten, was der für eine Ultra-Krakata hat? Ich meine, der schlachtet da die Sentients. Was kommt jetzt? Natürlich, Karl. Oh nö. Mir fehlt so ein bisschen der Slide hier.
Also ich glaube, wenn man den Geschützturm hier nicht sieht, könnte das ein bisschen problematisch werden. Haben wir überhaupt eine Lebensanzeige? Wir haben Health-Pickups, aber wo ist unser Leben? Ah, vermutlich die 1000 oben rechts. Ja, müsste unsere Lebensanzeige sein. Haben wir da Granaten? Ich sehe da unten doch Granaten. Wie benutze ich die? Also unter meiner Krakata-Munition sehe ich doch gerade eine Barricade und Granaten. Na, ist ja auch egal. Vielleicht. Shit. Ah, über die normalen Fähigkeiten-Tasten. Beziehungsweise in dem Fall ist es die 1 für Granate. Und dann ist 2 vermutlich die Barricade. Searches must not see call. Ich mag ihn. For the Queens. Aber man merkt schon, er ist nicht so ganz zu 100% überzeugt. Vielleicht können wir ihn doch noch retten. Ich hoffe's. Und ich will kurz mal festhalten, eine kleine Mini-Granate wird dann schon ausreichen, um das Vieh platt zu machen. Hey Karl. Deine Freunde waren da. Viel dazu. What the f- Waffe geklaut oder was war das gerade? Eine Heckbisch. Nee? Corinth Prime. Geil. Oh, ich find's geil. Contracts for blood.
salute you, 175. For the Queens! Jetzt weiß ich, was die mit emotionalem Missbrauch meinten. Das kann man sich nicht mit anschauen, zu traurig. Tu es nicht. For my brothers. Ist das jetzt besser oder schlechter? Das war eine emotionale Achterbahn. Jetzt aus Korpus-Sicht. Den mag ich nicht, der kann sterben. Welche Fähigkeiten haben wir denn hier? Vielleicht eine Energiewand? Wieder Granate? Visionary. Yes, I can try. There's a trace conduit nearby. I can bypass it. Yes, do your thing. There's a nice bonus in it, if you can. Das erinnert mich gerade brutal an. Wonder if the robotics dispensers are still functional. Dead Space. Aber sowas von. Ach so. Access and planks. Right. Ich verstehe es nicht. Ah, okay. Go, go. Oh, I love puzzles. Also erst unten holen und dann mit der 1 dahin schicken, wo man ihn braucht. Interessant. Bist du jetzt hinter mir?
Was kannst du? Du kannst nix, okay. Das heißt, keine Ahnung, ob man eben auch so einen hätte holen können, aber dann hätten wir ihn vielleicht in die Gruppe von den Gegnern reinschleudern können. Was? Achso. Ach so, deshalb die Schilddrohne. Moment, unbewaffnet? Ach so, ich war unbewaffnet. Ich dachte gerade, der Moa. Wenn hier was stirbt, kann man es jederzeit respawnen lassen. Also von den Begleitern. Okay. Ach so, ja. Ja, kann ich zustimmen. Der zerlegt die. Tut mir jetzt echt leid für dich. From the fleet. I don't understand. Look outside. We're all about to be under new management. Now do your part, or I'll find a more forward-thinking replacement. Ready to serve. Move. Vermutlich wirst du jetzt direkt sterben. Jupp. Das war anzunehmen. Okay, wie mache ich das? Kann ich das überleben? Lieber nicht. Oh, ich hätte hochgehen müssen. Ja, das könnte es vielleicht sein.
Ha, so einfach kann's sein. Wow. Nein? Okay. Ich dachte, dass man vielleicht sich da reinstellen kann, dem Moa sagt, er soll einem hier durchschicken und fertig. Off you go. Nein, das kann ich jetzt eigentlich nicht glauben. Nope. Da habe ich, glaube ich, eigentlich schon nah dran gelegen. Die Frage ist jetzt, ob wir selbst da drin stehen können, uns den Demoa sagen, oder ob wir dann selbst nachher reinspringen müssen. Ah, geht doch. War mein erster Gedanke doch richtig. Oh, bitte sei nicht auf deren Seite. Shield and that will force his self-repair routine. Gotta blast those shields while I can. All his power is going to his attack. Shields, vulnerable. Beams, incredibly dangerous. Systems are green. Drain those shield and that will force his self-repair routine. Und jetzt? Das war wohl eine dumme Idee. Blast those shields while I can.
Your feedback is important to us. All his power is going to his attack. Shields, vulnerable. Beams, incredibly dangerous. Okay, ich muss dem irgendwie Schaden machen, aber ich weiß gerade echt nicht wie. Ach so. Ja, okay, 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 easy. Jetzt habe ich's. Hä? Wieso konnte mir das hier Schaden machen? Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Eben konnte ich mich dahinter in Sicherheit bringen, aber dann muss ich mir jetzt einfach eine andere Stelle suchen. Das ist auch kein Problem. Sagt er und geht genau an der gleichen Stelle wieder in Deckung. Okay, hier geht's nicht durch. Okay, und jetzt ist wieder der Trick. Schilddrohne rüber und den... Hey! Was zum... Okay, noch einmal. Also die muss man dann Step by Step langsam zur gleichen Stelle schicken. Aber auch kein Problem. So, da bist du. Komm, meine Schilddrohne. Hat er es geschafft? Ja, hat er, aber es ist nichts passiert. Wieso ist da nichts passiert? Na, geht doch. Keine Ahnung, warum das gerade eben nicht geklappt hat.
Attention crew, stand down. All stations, you'll be pleased to know that I, Alan V, have negotiated a peaceful and profitable transfer of power to our new fleet control. Firing sync re-engaged. Authorization? Corpus Tech First Class VSO-R. Take your shot for profit. Da war ja klar, dass LHV wieder mal sowas probiert. Tja, wieso hat's wohl erwischt? Mit oder ohne Crew? Mit Crew. Gut, dass ich meine Mesa genommen habe. Die hat nämlich die Feldapotheke. Ich glaube, ich... Teschen ist mit auf dem Schiff, okay. Und ich habe mein Smetakevet vergessen. Weshalb ich die Lebenskugel nicht einsammeln kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich dahin müssen. Das Schiff bewegt sich. Was geht jetzt ab? Noch näher. Squadron incoming. The enemy is wise to our diversions. If hull integrity continues to drop, this will be a one-way trip. Mothership in range. Problem: slingshot damaged. Crew, hold position while I route a bypass. Do you think there's a shred of Lotus left in Natah? All this time, it's been dying. The tomb is scorched from its rotting hole. Wo ist die Slingshot jetzt auf dem neuen Schiff? Slingshot patched. Ready for launch. Teshin, I'll be awaiting your signal. So I can bring her home. I'll clear the Orphix and we'll do it together. Jetzt spielen wir wahrscheinlich Teschen oder was? Natürlich. Okay. Weiter geht's als Teschen. Jetzt kommt vermutlich richtig so ein schöner Badass-Move. Richtig direkt auf ihn drauf? Wie wär's? Durch die Wand direkt auf den Sentient. Mit Ansage. Ich wette, er hat einen Slash Dash. Ich will, dass er einen Slash Dash hat. Orphix Fields will be scattered.
The Orphix fields will be scattered deep in the ship. Orbis can help you triangulate them. Quiet! I'm only trying to... I don't... Ah! Please excuse Orbis. Er mag Ortis nicht, okay. Grenier! Oh my! Ortis wonders what we are getting into. Approximation. A power field requires a power source. Das ist echt langsam im Angreifen. Okay. Ah, der greift mit der Kleber an. Wie wechsle ich zurück? Wie mache ich normale Nahkampfangriffe? Ach so, okay, jetzt habe ich es. Ich muss alle drei Energieknoten in der Zeit unterbrechen. Nur ich... Ach so. Okay, die Schwerter benutze ich mit der reinen Nahkampftaste. Ah, das sind die Grenier, die eben gemeint wurden. Wo war ich stehen geblieben? Die Schwerter benutze ich mit der normalen Nahkampftaste und linke Maustaste... Oh. Okay. Und linke Maustaste ist dann Glaive werfen. Also ich folge jetzt einfach dem roten Strahl. Und schon sind wir durch. Ach so. Nahkampftaste. Sag es nicht. Sag es nicht. Ach so. Ja gut. Na, der hier will nicht. Was ist der Trick bei dir? Hast du ein Schild oder was? Okay. Ach so, das soll ein Elementar sein. Eine Erklärung wäre mal ganz nett gewesen, aber hey, braucht man ja nicht. The Tenno freed you from your oath, did they? Does that absolve them of their sins? Nur. Ach, der kann gar keinen Bullet Jump. Aber ein Doppeljump, reicht das? Nope, 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 nope. Oh.
so. Oh, nee, hä? Ach, ich bin ja auch. Muss man aber an der Stelle auch erstmal drauf kommen, dass man seine Glaive so benutzen kann. Ah. Und auf diese Landminen sollte man aufpassen. Ja, nee, das... Ich wollte eigentlich gerade versuchen, hier schön drüber zu jumpen mit der Glaive, aber nope. Macht er es allgemein nicht, oder? Noch eins. Ah, jetzt habe ich langsam den Dreh raus. Achso, Nahkampftaste. Es irritiert mich, dass immer die Glaive wirft, wenn man auf Schießen drückt. Ich hab's sonst eingestellt, oder? Na egal. Ich denke mal, man hat es an der Stelle gesehen, beziehungsweise sieht es gerade, dass er in drei verschiedenen Farben geleuchtet hat. Und das sind dann einfach die drei Elementartypen, die Teshin auswählen kann. Achso. Sagt der, der nicht mehr alleine die Kraftfelder ausschalten kann.
Ist das der letzte? Nee, oder? Shit. Da hinten. Das schaffe ich. Och, jetzt hat er keinen Doppelsprung mehr gemacht. Also Doppelsprünge resetten nicht, wenn man sich in die Clave reinzieht. Das ist ein Typholist. Okay. Du bist ein Typholist. Blau heißt dann Kälte. Kennen wir ja. Vermutlich dann bis zu 2/3, genau. Dann Hitze. Und zum Schluss dann Elektro. Etwas arg einfach. Orphic's fields are disabled. The operator should be clear to board. No, too easy. Let me nudge the snares first. That's it. Come to me, old man. Immerhin hat er der gleichen Gedanken gehabt. Was? Not with brutality, but with hope. Not with lies, but truth. A truth for all who are strong enough to believe. Even you. Oh, okay. Soon, they all will, and this war will be over before it even begins. Not with bombs and blood, but with truth. Ich kann blocken. They programmed you and your kind. Now it is our turn to program them. Summon your devil. It's time. Why? See the veil work, turning his memories inside out, making him see the things he's lost, putting pain where it serves us. A lost love, perhaps. A life cut short by the very Tenno he had sworn to protect. Call out, old man. Give her justice. Give her peace. I can see her. I know.
Zieh dir. Was war das? Was war das für ein Teil? Sieht nicht sehr gesund aus. Ich muss mir echt mal in der Wiederholung anschauen, was sich Teschen da rausgerissen hat. Man kann sie vom Sentient trennen. Aha. Jetzt wird's doch noch spannend. Nicht. Komm, wir werden mit eingesaugt. Geht's jetzt ins Tau-System oder was? Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Sehr schön. Also das, was passiert, man wird ausgelockt. Okay. Was zum... Warum musste ich mich jetzt dafür neu einloggen? Das ist doch... der Hut. Der Helm. Sieht dann Drahti-mäßig aus. I stand before you, last of my kind, an orphan of Tenno massacres. But their violence did not end with me, did it?
It carried on to all of you. Grineer languished in their torture plexes. Ostron clades starved for Tenno tithe. Corpus pupils weeping Tenno praise under blade. Solaris souls blackened the skies of Tenno foundries. But now is our time. An era of peace and security. The devils have been cast out. And by the void, the Tenno shall never return. Abwarten. Er sagt, er wäre der letzte Orokin, aber theoretisch haben wir doch noch Elliot V. Zumindest wurde er mal als Orokin bezeichnet. Vom Stalker, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben den mit der goldenen Hand, Parvos. Zwar der erste Korpus, aber der muss dann theoretisch ja auch noch ein Orokin gewesen sein. Theoretisch. Was haben wir hier? Granate. How many prisoners do you think? Too deep to know for sure. But what if there's an Archon down there? Don't do that. Was ist denn das? Was muss ich denn hier machen? Erst zum... Ich verstehe nicht ganz, was das hier soll, aber okay. Okay. Jetzt bin ich tot. Ach so, okay, okay, okay. Sehr irritierend, dieses Spiel. Also, wir müssen 3 von den Sicherheitsknoten überbrücken und können optional 3 von den Gefangenen befreien. Boah, es wäre doch jetzt langweilig, nur 2 zu befreien. Unter mir. Wusste ich doch, dass ich am Anfang hier was gesehen hatte.
Also bis jetzt mag ich die Quest. Was ist eigentlich die 1? Oh, ich komme hier. Ach so, ich kann dann die Waffe überladen. Okay, okay, jetzt habe ich's. Einen aufgeladenen Schuss kann ich dann machen. Ich dachte irgendwie, ich könnte damit Geräte oder sowas überladen. Gerade nochmal schauen, dass ich hier hinten nichts übersehen habe, aber da müsste ich auch ein paar übersehen haben. Mist. Also direkt, wenn ihr irgendwo einen Käfig seht, hinrennen. Gut. Ich wusste gerade nur noch, als ich hier durchgerannt bin, hatte ich Käfige gesehen. Aber da ich eben, ich meine, 3 von 3 hatte. Oder war es die ganze Zeit schon 3 von 10? Aber man muss den Crane hier lassen oder den Sentience? Die Gefangenen haben viel Platz in ihrer Zelle. Ich meine, da könnte man auch 10 oder 20 von den Ostrons reinfärschen. Bei 20 müsste man sie vermutlich stapeln, aber... Das ist Krieg. Oh, leerer Käfig? Es kommt, dass mir zum Schluss ein letzter fehlt.
the door. Looks clear. Maybe an Archon. Stay cool. Okay, ich muss jetzt einfach schauen, ob ich irgendwo einen vergessen habe. Okay, ich hätte jetzt auf Anhieb mal keinen Gefangenen mehr gefunden. Hab mir gerade nochmal kurz den Weg zurück angeschaut, bis zum Anfang. Und mal schauen, ob wir noch an welchen vorbeikommen. Sieht aber nicht so aus. Dann habe ich doch wohl einen vergessen. Schade. Oder er ist der Zehnte. Würde irgendwo Sinn ergeben. Oh weh. Also irgendwie funktioniert das Menü überladen nicht so richtig. Easy now. I'm not going to hurt you. Let me get that thing off your face. All is one. All is one. All is one. Ob das wohl abgeht, ohne das Gesicht mit abzuziehen? Ich habe den Verdacht, dass wir... nicht kämpfen müssen. Ist das nochmal das Gleiche? Okay. Ach so, wir können richtig abhauen. Was war das jetzt? Okay, hier haben sie, würde ich mal sagen, den Safe-Spot ein bisschen Point falsch gesetzt. Ach so, da hat sich einer in die Luft gejagt. Okay, vor dem da muss ich mich in Acht nehmen. So. Call the ship, smartass. It'll be there
just mum? Muss er jetzt? Ich wollte gerade sagen, das wird doch ein bisschen zu einfach. Irgendwas fehlt noch. Ach, das ist eine Mac. Das war eine Mac. Prime, aber okay. Operator, you have returned. Ist das nicht die aus dem alten Intro? Also aus dem neuen Intro. Hey, das ist mein... Was zum... Sollte mein... Landungsschiff da kleben? Ist das der Orbiter? Ha! Wir haben gerade zum ersten Mal den Orbiter von außen gesehen. Also, Moment, jetzt sind wir aber wieder... Ich würde es nochmal gesagt haben, viele wissen ja nicht, dass Landungsschiff und Orbiter zwei verschiedene Teile sind. Das eine ist halt die große Station, die immer im Weltraum ist, und das andere das ja, Schiff, mit dem wir in die Mission reingehen. Okay, was haben wir jetzt hier? Hey, give me that. All right, good to see you too. Und wer sollst du jetzt sein? This is torture. What's left of her is just wasting away. We've tried everything. I have no care and feeding of Eidolons in my data arrays. We don't know what we're dealing with. No, we don't. But you know someone that does. Wen könnte mein Operator meinen? Jordis? If you want to get to the outer systems past Narmer, we'll need a corpus shuttle. Mir würde nur Jordis einfallen.
Ich mag den Kleinen, der ist toll. Oh weh. Ich hab's Gefühl, wir verlieren den Krieg so ein bisschen gerade. So ganz minimal. Vox Solaris collapsed under Narma. You're on your own here. Keep your head down and get topside as quick as you can. Was mich schon ein bisschen irritiert, Deacons, little sense if you're not veiled. Give them a white berth or you'll be sucking black ooze before long. In der letzten Videoquest sah es nämlich so aus, als wäre Balas einfach nur das Haustier von denen, beziehungsweise schon so gut wie tot, und jetzt ist er auf einmal hier der große Erlöser. Ah. Okay. Also sobald wir gesehen werden, ist die Runde vorbei. Das heißt, weniger quatschen und mehr machen. Oh. Ich gehe dann mal gerade davon aus, dass sie eine größere Reichweite haben als nur das, was da... Hat er auf mich draufgeschlagen? Nee. Größere Reichweite haben als das, was direkt angezeigt wird. Ah, okay, hier wird gespeichert. Das ist ja angenehm. Ich mag so Schleichdinger wirklich nicht.
Kennt ihr das auch? So eine ganz unauffällige Rauchwolke, die auf einmal auftaucht und ich bin in die falsche Richtung gerannt. Okay, also man kommt hier auch mehr oder minder durch, ohne zu sneaken. Oh, ich mag Popper. Ich denke, das da könnte Täschchen sich eben abgerissen haben. Okay, also die Tür wird verriegelt, wenn man erwischt wird. Versuch was wert. Beiden, das sind echt nervig. Was zum? Ach nö. Name's Little Duck. And you? You must be that stick in the spokes I've heard about. You weren't in with a Tenno back in the day, were you? Something like that. Interessant, dass das Terraform hier langsam funktioniert und alles auftaut.
shipment of brain busters, and there's one with your name on it. See, security's lax on account of how the only way inside is wearing one of those sticky things. What? You don't know what effect it will have on you. There's got to be a better way. I'm afraid not. Hab mir eben noch gedacht, dass so ein Ding bestimmt auch noch als Operator-Deko kommt. Pops my plugs to think that some people take the veil by choice. Warm lies are more comfort than cold hard truths, eh? Shuttle uplink once you're inside. Think happy thoughts, yeah? My child. So beautiful to behold. How do you feel? We found you within the galaxy. Evil, void in your heart, but Barris, he saw a lost child in need of a father. As you recover, he noticed me less and less. What good was I to him if you weren't sick? Stasis dreams were the only choice I had. Your harrowing dreams of mother, father. I made them nightmares. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, die Original-Tonspur hat genau das Gegenteil gesagt von dem Deutschen. If they smell a rat, take your face off that. Are you serious? It didn't occur to you that you might want to mention that before we put one on? It did, and I needed you focused. Weil so wie ich das gerade verstanden habe, hat sie nur den Operator geliebt. Okay, welchen Sinn hat die Maske, wenn wir trotzdem nicht gesehen werden dürfen? Sogar die Drohne hat das Sentient-Symbol über dem Kopf. Klar. Wer fürchtet nicht den bösartigen Staubsauger, wenn er nicht übernommen ist? Ich meine, R2-D2 auch eine Gefahr. Oh. Versuch was wert. Echt jetzt.
Okay, der da hinten bewegt sich wohl nicht. Das heißt, ich muss nur auf den linken achten. Ah, und auf den rechten. Wow. Okay. Ich meine, wenn der da oben sich nicht wegbewegt, was bringt es mir dann, den Fahrstuhl hier runterzunehmen? Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht hier oben. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was der Fahrstuhl da jetzt sollte. Ob der jetzt einfach nur Ablenkung ist oder ob ich irgendwas übersehen habe. Ah. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wieder da hoch. Glaube ich zumindest. Ja, doch. Oh ja, das mit dem gedrückt halten ist viel angenehmer als das jetzt zu spammen. Focus. Jab that console quick.
you've been rumbled. Right, leg it out the back before you're mumbling with the rest. I've sorted your shit. And a little nugget for myself while I'm there. Takes me back to the good old Tenno days. Expect those brain busters might be on back order for a while. Been a pleasure lifting with you, Drifter. Lovers, holdouts. I just got word on the wave. Gnarmhead Factory got hit. No doubt the handiwork of that drifter we've been hearing about. Feels good to have a little bit of truth in the world. Navigation is marked, but I hope you change your mind. Niemals. Sieht schon echt schön aus. Wie ein komplett anderes Spiel. This confirms that you are clearly insane. Peas in a phylo pod, Ortis. Stay close in case I come to my senses. Missionsziel runter. Exalted. The dissident remains entrenched in the shadows below. The sea runs crimson with the blood of our faithful. Oh. Ja, es war mir in der ersten Mission schon aufgefallen. Es gibt jetzt Fallschaden. Wir sind ja nicht mehr im Frame, sondern. Ah. Moment. Clean spirit thins are heard from the shadows. Will not matter, my faith is too strong. The light der hilft mir. Oh weh, kommt raus, wer der Stalker ist oder was? Even the Golden Lord of Lies cannot kill you, Tenno. She lives, Hun Hao. No, she
behind, not for long. Their search for her remains has long since begun. This shadow can dispatch you swiftly. A mercy. The Archons will not. What do they want? The same as you. To raise the dead. Only they have the power to do it. Unlike you. You are just as incomplete as she is. No metal beasts. No void fury. They will snap you in half and plant a veil on your face. Not if you help me. Help you? Of course. What are friends for? Let me explain what you are up against, friend. You see, the Archons were made by my son, Era. Hybrid abominations of the old war, raised from the blighted battlefields where Sentient and Warframe fell. Ach so. Das sind drei verschiedene, okay. What do they call the wolf? Amar. He will gnash his fang blade, filling the air with deadly coils of flame. Survive the flame, and you might see frenzy. A relentless fury of slashes. Only the greatest of force will subdue him. In this, should he howl, the pack will appear. Mirrors of himself, meant to confuse. Only the true eye can distinguish the alpha among them. Okay, das ist ein Rhino, aber wo ist da der Wolf? Also das ist für mich kein Wolf. The owl is named Boreal. He's an insect. Strikes from a great distance. Deadly, chaotic arcs. One might avoid them with a keen eye, if you can anticipate their faint threads before. Even the very ground you walk upon will become Boreal's weapon. He may have a weakness at this moment, but it is not obvious. Loki, glaube ich, oder? Ja. Terrifying, yet this moment is your only chance to close in, unseen, and strike. I've seen the snake before. You know Nyra, the eldest. Her whip cracks with an Eidolon's wrath. Bone-shattered shockwaves unleashed by every unfurling of its tip. Her whip is more than pain. It is protection. And more. For if you stand in awe of its spiral, the great thunderclap that follows will knock you senseless. Though, she may be diminished somewhat by this exertion. And her gaze. To meet her gaze is certain death. Only by turning away would you hope to survive. Okay, ich denke, das war ein Hinweis. Nicht in den Blick schauen, sonst ist man tot. Vainglorious. Welp, that's it. Off you go to die. You have nothing to fight these beasts with.
I cannot guess how many lives Ateno has, but you seem eager to lose another. I've got work to do. You can lay here all you want, doing nothing, wallowing in ancient grudges. She chose the Tenno. But Balus and your groveling son, they used her. They'll do it again and again, burning her up for whatever suits them and tossing the ashes when they're done. They cannot have her. Tenno, wait. I have wallowed here. It is true. Fading in this deep hole, waiting to die, but without release. Held here by a purpose I cannot abandon. That she is free. So no, they cannot have her. But hear me. Even if I help you, even if by some miracle you succeed, she will not be the same. Even for us, death leaves a mark. Do you understand? I understand. A weapon as old as those you hunt. Nataruk. Okay. Was, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ich muss in dem Bereich zwischen den beiden loslassen. Also zwischen den beiden Markierungen am Fadenkreuz, wenn man charged. Falls man mit der Waffe überhaupt chargen muss in der Mission. Also der Test war jetzt irgendwie unnötig. Wenn es so weit gespielt hat, dass man die Quest machen kann, sollte man auch einen Bogen beherrschen. Ja, wie ich gesagt habe.
Okay, man muss sich nicht erst von jedem aufhalten lassen. So geht's ein bisschen schneller. So minimalst. Ach, ich habe gar keinen Doppeldash. Bullet Jump. Doppelsprung, genau. Ach, jetzt fällt mir erst auf, ich habe eben gesagt Jordis, aber Jordis war infested und nicht sentient. Even gave me homework. You cannot kill the devil, Tenno, but you can send it back to hell. Quiet down, please. Stand for pledges. Klingt nach Corpus? Ne? To have physics. By my precepts, I've never had such an enthusiastic group of students. Now, eyes on the main screen and pay close attention. Temporal Axioms, Unit 6, The Prison of Linear Time. Presentism, the obsolete theory of linear time, posits that now is all that is real. In this frame, the present absolute, the now, moves constantly toward the future. When are we ever gonna use this stuff? And leaves the static past behind, discarded, consigned to unreality. The future remains to be discovered, but is less real than even the past. We see the shadows on the cave wall, but not the hands that cast them. The void offers humanity the truer telling of eternalism, that now is merely a facet of a great block. Huh?
My head hurts. Jetzt wird's interessant. It is relative, and we can change the frame. The tyranny of the present absolute is overthrown. Tomorrow is now its equal. Students, eyes on your own screen. Question one. Which of the following is not one of the theories of time? Presentism, futurism, eternalism. Correct. Presentism and eternalism are the principal theories of time. Question two. What is the principal failing of presentism? It considers the present to be the only reality. It has never been endorsed by an Archimedean of unblemished standing. It lacks elegance. It is not true. Also A, C und D? Correct. As the name implies, presentism considers only the present to be real. Question three. Lintana's parents have been captured, but she has a choice. The button that will open her mother's cell door will flood her father's cell with deadly radiation, and vice versa. She presses one of the buttons. Under eternalism, which of the following statements is universally true? Only one of her parents will survive. Only one of her parents will die. Her parents will survive. Her parents will die. Correct. Versions of reality now exist in which each parent dies. Lintana is assigned to one of them, but the other is no less real and is theoretically accessible. Pardon the interruption. This is Zeremon Actual. All decks, all stations, stand by for reliquary field drill. Students, please direct your attention to the windows. You may find this instructive. Also waren wir auf dem Weg nach Tau gewesen, okay? Interessant. Klingt, als wäre alles nach Plan gegangen. Man sollte meinen, dass ein Raumschiff wasserdicht wäre. How long does she have? Not long. You must hunt Eris Archons at once and take from them their power over restoration. Given such a task before you, I suspect you'll be gone before she. Ich mag so Optimisten. Forgive me, but this would be a lot easier if you could use that old, Tenno magic. How did you use it? I didn't. More like, I don't have it yet. Oh, Gott sei Dank, man kann es anpassen. Puh, hätte ich das mal vorher gesehen. Ich würde sagen, das hier wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern. Ich bin absolut begeistert bis jetzt. Mega. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Ist schon relativ spät. Und ich muss meinen Operator auf jeden Fall noch anpassen. Gut, ich hoffe, der erste Teil von der Quest hat euch bis jetzt gefallen. Wenn ja, schaut auch bei den anderen Teilen noch rein. Und bis zum nächsten Mal.